Jo, 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 es ist super heiß. Ich begrüße euch im Atelier. Ich mache jetzt einmal einen Materialcheck, ganz speziell zu der One for All Box. Ich weiß nicht, was sie gerade bei Amazon kostet. 200,30 € oder so. Da fehlen jetzt ein paar Stifte. Es waren von vornherein ein paar mehr Weiß dabei, ein paar mehr Schwarz dabei. Es gibt einen Effekt, den Schwarz manchmal macht. Vielleicht habe ich es hier irgendwo. Dann ist es nicht schwarz, sondern so gräulich. Ich gucke gerade. Hier eines der Bilder? Nein. Egal. Aber jetzt wissen wir ja, wovon wir reden heute. Der eine Homie überlegt, die zu kaufen. Ich habe jetzt vergessen, wie sein Name in den Kommentaren war. Grundsätzlich in fast allen Atelier-Besuch-Videos spreche ich auch zwischendurch vom Material oder wenn ich was Neues kaufe. Ich muss sagen, One for All, beste. Ja. Ist das sinnvoll gesagt oder ein bisschen behindert? Nein, wirklich. Super Stifte, Pasco, super Stifte. Ich habe so Fake-Pascos, die gibt's nicht mehr. Die habe ich noch von Wish mal geschenkt bekommen. Hat meine Partnerin mir von Wish geholt. War ich aber im Nachhinein sehr begeistert. Was kann man mit Wild for All machen? Jetzt seht ihr ihn nicht, aber macht nichts. Ich habe extra hier einmal den rausgesucht. Der ist mit Acryl gemalt. Und die Highlights mit... One for All gezogen in der Maske, bis in die Outlines. Und jetzt fehlt natürlich der Stift, womit ich die Mütze gemacht habe. Ich habe den mit einem Mehrfachpack gekauft, der muss hier irgendwo liegen. Das ist der hier. Wenn ihr aber versiegelt, wenn ihr diesen Molotov Blackliner Brush habt, ich habe den schon ein paar Mal beworben, ich kriege dafür auch kein Cash. Ich dachte nur, für den einen Hobby mache ich jetzt so ein Materialvideo, jetzt extra schnell. Damit habe ich das Schwarze hier gemacht. Man kriegt sowas aber auch komplett mit einem Pinsel hin, wenn man will. Mit Sprühdose geht das natürlich auch, aber hier ist jetzt natürlich das Format sehr klein. Ich dachte, ich zeige euch was, was auf gar keinen Fall mit Marker gemacht ist. Ja, passt das? Passt. Das ist von 2010 und da bin ich 2020 nochmal leicht drüber gegangen. Also das ist mit Pinsel und einer goldenen Sprühdose. Also man braucht nicht das Teuerste vom Teuersten. Ich glaube, das ist tatsächlich mit irgendwas Bleistift gemalt. Ich weiß gar nicht, ob das Ölfarbe ist. Ja, gut, das ist Ölfarbe jetzt zum Teil. Ja, gut, dann ist es ein bisschen teurer gewesen als Acryl. Es ist ein Ölfarb-Selbstporträt aus 2010. So besser? Nee, keine Ahnung. Ja, scheiß drauf. Jetzt nur zum Vergleich, das mit Farbe. Jetzt speziell mit den Markern. Du kannst halt... in mehreren Farben über alles Mögliche rübergehen. Ich habe, wann habe ich mit denen angefangen zu malen? Ich habe für so ein, ja, für zwei Kundenbilder habe ich Grau und Schwarz gekauft. Ja, Galerieeröffnung 19. Ja, ab 19, 20 muss ich die dann genutzt haben. Erstmal nur Grau, habe dann ein paar Farben so gekauft zum Spielen. Das ist jetzt halt auch Acrylfarbe und Marker. Selbes Prinzip, Acrylfarbe und Marker. Es lohnt sich halt die Box zu kaufen, weil ihr ein Ersparnis von 30, 40 Euro habt. Ein Marker kostet je Händler 5 bis 7 Euro. Bei Amazon lohnt es sich auch, dann helft ihr halt den Händlern nicht, sondern den Amazon-Händlern. Ja, ist halt auch so eine Sache. Wem will ich das Geld geben? Wie viel Geld habe ich? Kann ich so viel Geld irgendjemandem geben, ist ja jedem selber überlassen, wie seine Möglichkeiten sind. Jetzt habe ich irgendwas blaue Phase mal angefangen, bin ich noch dran. Das ist das erste fertige Bild und ich weiß gar nicht, ob es versiegelt ist, aber blaues Acryl. Ja, sowohl weiße Farbe als auch Marker. Hier in der Schlegel- und Eisenzeche und in dem Ruhrpott Marker oder... Pinsel, Licht, mehr Licht, ja, beides. Und dann noch Pinsel, Markereien, Figuren, wieder geweißt. Ich mache das ja häufig so, dass ich irgendwas zeichne oder einen ganzen Lammwand-Hintergrund mache, so wie hier, der ganze Hintergrund, das Blau stand und dann habe ich mir überlegt, was daraus wird. Ich kann euch das einmal zeigen, weil ich habe für die blaue Serie mehrere Bilder vorbereitet, ursprünglich. War nur eins geplant. Jetzt, ich kann auch schon mal die anderen raussuchen.
Weil hier wird in der Bilderreihe halt viel mit Marker später stattfinden. Ich habe jetzt heute vergessen, welches das erste ist. Ich glaube, das ist das erste, noch aus 2023. Da verbinde ich das Ruhrgebiet halt mit Herten und Langbochum und meinen Kindheitshobbys und das Wort Jo. Aber es ist halt eine blaue Leinwand. Da habe ich alles reingemalt. So, damit ihr jetzt checkt. Langes Video, wa? Sowas halt. Ich könnte das jetzt auf einem Tisch machen, aber ich denke, es geht um sowas wie eine Expertenmeinung von mir aus oder eine Beratung. Und die anderen Bilder sollen alle halt in eine ähnliche Richtung gehen. Das war das zweite, bevor mir die Idee zu dieser Reihe kam. Ich fand es einfach nur cool. Habe ich das gemacht, ne? Dann habe ich noch eins gemacht hier. Ja. Das ist auch parallel entstanden. So, zu dem anderen. Das nächste, an dem ich arbeite, ist halt mit einem Skater, der grindet schon. Hat keine Hände, aber das ist halt auch Marker. So, seht ihr. Der grindet zwar, da ist aber auch ein BMX. Und hier steht NRW. Ne? Aber selbes Prinzip, und das hatte ich mir dann vorgenommen, das mit den Markern immer so zu machen. Ist da jetzt noch was? So, das hatte ich euch gezeigt. Also, ich finde One for All eine gute Entscheidung. Dann Pasco eine super Entscheidung. Und ich meine, der Händler Winston, super Entscheidung. Dann kann ich noch sagen, hier, die zum Bomben, die Dripsticks. Ich mache ja keinen Vandalismus damit. Wir müssen jetzt auch nicht quer durchs ganze Atelier gehen. Eine Sekunde. Damit ziehe ich halt Outlines. Jetzt ist es nicht dieses Porträt, wo man das am meisten sieht. Nipsey kriegt zum Beispiel die Augen, werde ich machen, noch mit One for All und die Cornrows. Und da ist halt auch viel Dripstick drin und halt auch Sprühdose, ne? So als Beispiel. Da hatte ich jetzt seit fast 8 Monaten keinen Bock weiterzumachen. Dabei ist es fast fertig, ne? Man kriegt auch diese Ohrringe und Glänzen und Schmuck sehr gut damit hin. Also muss ich das jetzt hier einmal hier wegmachen. Ihr könnt hier noch da sehen. Ja, da sind leider Flecken drauf gekommen. Ja, die muss ich dann halt wieder übermalen. Ich mische das halt alles. Das nennt sich dann halt, wie nennt es sich denn? Mixed Media Painting, weil man verschiedene Medien zum Malen benutzt. Da ist halt auch Spachtelmasse drauf. Mit einem roten stand da mal RIP. Aber da ist jetzt halt noch Gold drauf und Hassel. Und da steht auch Nipsey da drin. Ja. Und das ist dann halt alles so. Dann habe ich etwas gekauft, wo ich die Originalbox jetzt nicht mehr habe. Das ist sehr günstig. Ich war auch am Überlegen, ob ich mit euch dann einfach anfange, in Action zu filmen. Aber dann dachte ich, das ist ein bisschen zu viel des Guten vielleicht. Wo ist denn das jetzt hier? Genau, da sind so eine Marker. Die sind ähnlich wie beides jetzt halt. Die Pasco nachgemacht oder irgendwas anderes. Die haben halt nur billigeren Filz. Hier. Muss man den jetzt ein bisschen anpumpen. Ist denn jetzt hier keiner angepumpt? Ach so, dann noch eine Sache. Erst schütteln. Auch bei den Dings. Dann anpumpen. Und dann erst Farbe holen. Ne? Also dann erst Farbe holen. Mal gucken, pumpt der? Weil die liegen jetzt auch schon lange rum. Ist auch noch Metallic Blau. Ist es schon trocken? Oder? Ja, nee, der pumpt jetzt. Naja, die sind eigentlich auch ganz okay, weil da kriegst du halt irgendwie so eine 32 Stiftebox für 3, 4, 5 Euro. Dafür kriegst du halt nicht einen einzigen One for All, ne? So, jetzt malt er auch. Ja, mal irgendeinen Hintergrund, der weiß ist. Okay, naja, hier können wir das machen. Machen wir hier einfach mal. Jo, oder hier pumpen wir ein bisschen mehr drauf. Machen wir mal hier einen Halb oder einen ganzen Kreis. Und machen zusammen hier ein Fill-In. Auf der anderen Seite wäre es besser gegangen, weil das vorbearbeitet ist. Und hier habt ihr halt den Filz. Also es ist eigentlich ganz okay. Ne?
Also, ja, es hat 32 Stifte, Acrylstifte für unter 10 Euro. Und ein One for All kostet halt einer 7. Ne? Also Preis-Leistung, ich sag mal unschlagbar, keine Ahnung, aus welcher Fabrik gekommen. Ihr habt bestimmt auch schon von Temu gehört. Ich muss einmal das Ladegerät reintun. Habe ich auch was geschenkt bekommen. Diese Acrylstifte, ich denke, die sind nicht nachfüllbar. Die sind auch ganz okay. Dann habt ihr jetzt einmal für den Flex, machen wir mal die obere Hälfte damit. Die sind halt auch anders weich. Sehr weiche Spitzen, mit denen malt es sich auch anders. Ich finde die eigentlich auch ganz cool. Ich weiß halt auch, dass die mega günstig waren oder so. Und da habe ich so eine riesen Box und arbeite die jetzt halt leer. Hier seht ihr, so verschieden. Beide Spitzen sind verschieden dick. Damit kannst du dann halt so verschieden arbeiten. So für zwischendurch zum irgendwo reingehen sind die ganz nett halt. Ne? Also du kannst damit halt auch über andere Farben. Finde ich okay. Aber ich glaube, die Frage zu dem Thema One for All wäre dann jetzt hier erstmal geklärt. Hier ist viel One for All drin. Hier ist viel Dripstick. Hier musste ich viel Pause machen, um den Dripstick trocknen zu lassen. Jetzt hat gerade die Kamera abgeschnitten. Ich weiß nicht wo. Ich mache einmal kurz Stopp. Ja, dann sind wir nämlich jetzt ganz weit vorne. Hier ist braune Acrylfarbe. One for All. Gut, das ist clean. Nur nochmal zum Vergleich. Das ist halt Ölfarbe. Und 2010 bin ich ganz wenig mit irgendeinem schwarzen Marker reingegangen. Ich weiß sogar was, der billige Kalligrafiestift, den es auch von Edding gibt, war es. Hier ist billiger Kalligrafiestift noch reingekommen 2010. Und hat mir Outlines nachgezogen. Der Teil wäre, glaube ich, dann gut geklärt. Ich kann euch jetzt noch ergänzend sagen, was benutze ich noch. Habe ich aber eigentlich in vielen der Videos schon Stück für Stück gesagt und wollte das in Zukunft ein bisschen anders machen. Sehr gut, Renaissance, kostet aber ein bisschen mehr Geld. Benutze ich gerne. Bösner Acrylfarbe, sehr gut. Jetzt habe ich Schluck offen, ich habe gar nichts Dings. Bei Thomas Philips gibt es so Künstleracryl, auch sehr gut. Preis-Leistung sehr gut, einen Tacken besser als das Bleiswig von Action jetzt, diesem Markt. Dann gibt es so eine Marke, die heißt System 3, ist verhältnismäßig sehr teuer, müsste auch hier rumliegen. Zu meinen Füßen habe ich gehofft, ich muss dann aber doch bis zum Tisch rollen. Das sieht dann so aus. Ja, ein bisschen ärgerlich, ich habe hier auch die großen Flaschen, habe ich vergessen, was die kosten. Die Preise, die ich euch nenne, sind auch alle nicht aktuell, weil ich jetzt länger, doch hier, da, aber ich glaube, das habe ich gekauft in Krakau. Benutzt habe ich zum ersten Mal an der Kunstuniversität in Enschede, war früher das Starterpaket. So Flaschen von System 3. Nicht verwechseln mit den Trion oder den Goya-Flaschen. Goya ist scheiße. Ja, und Trion auch. Und das sind die kleinen. Das Problem bei den kleinen Flaschen ist, boah, die kosten eventuell 7 Euro so ein Typchen. Kommt dann natürlich drauf an, wann ihr die kauft, wo ihr die kauft. Praktisch sind immer Semesterende, Semesteranfang. In Krakau gibt es dann nämlich immer Ausverkauf, weil die Studenten sind weg, es kommen neue. Material muss raus, es kommt Neues. Und dann kann man immer Schnapper machen. Ich mache im Moment nicht so viele Schnapper, weil ich mir allen möglichen Scheiß gekauft habe. Und den Stück für Stück versuche dann wieder zu verarbeiten. Ja, ich glaube, das müsste eigentlich erstmal reichen. Und was kriegt ihr zusätzlich zu der One for All Box? Ihr kriegt diesen schönen Schaumstoffständer. Ein Ständer aus Schaumstoff.
auf dem steht Molotow. Aber das hat mich am meisten gefreut. Dann, ja, halt Papier ist okay. Und so ein Anleitungsbuch, das ist auch ganz nett. So kann man ab und zu für Workshops nehmen. Muss man aber schauen, ob man dann in dem Workshop das Geld oder die Teilnehmer das Geld für genau dieses Material zu dem Zeitpunkt haben. Ob das sinnig ist oder ob man denen das erstmal mit einem anderen Material versucht näher zu bringen. Zum Beispiel manchmal, wenn Schulen oder so euch engagieren sollten für die Zukunft, haben die halt nicht so viel Geld für eventuelles Künstlermaterial für die Schüler. Das kommt halt immer drauf an. Dann gibt es natürlich Schulen oder Projekte. Es kann sein, dass die eine Schule für ein Projekt echt wenig Budget hat, aber ein anderes Projekt finanziell höher angesetzt ist. Und da habt ihr dann auf einmal 3.000, 4.000 Euro mehr Budget. So, ihr habt ein Projekt, das geht ein halbes Jahr, da kriegt ihr 500 Euro. Dann habt ihr ein Projekt, das geht irgendwie, also nicht nur 3 Monate, und ihr kriegt 2.000 Euro jetzt für Materialbudget. Kann beides passieren. Kann sein, ihr kriegt für eine Woche 3.000 Euro Materialbudget. Kann sein, ihr kriegt für ein Jahr 500 Euro. Für ein ganzes Jahr meine ich jetzt. Ein Schuljahr, zwei, ne, vergleich mal. Aber kommt immer aus Projekt und Budget an. Und ja, nicht alle Budgets werden gleich finanziert. Ist sehr kompliziert und projektabhängig. Aber das nur nebenbei. Ich dachte auch, bevor ich den Materialcheck beende, für die, die sich solche Videos öfter oder eher angucken, ich werde mich bemühen, auch so Shorts und sowas zwischendurch mit Anekdoten zu bringen. Und für zukünftige eventuelle Dozenten oder Trainer auch so ein bisschen meiner Meinung nach Tipps geben, wie man bestimmte Sachen vielleicht umsetzen kann oder basteln kann. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt in meiner Freizeit Kunst schaffe, boah, dann habe ich keinen Bock zu so zu krass zu basteln oder mir Sachen zu machen, die anstrengend sind und mir vielleicht nicht ganz so viel Spaß machen. Nur weil das dann, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber ich versuch's trotzdem mal mit Tipps und so zwischendurch demnächst. So, wie sagt man? Tschüss! Alles Gute, man haut rein. Ich hoffe, der Tipp hat geholfen. Also, geldtechnisch lohnt sich das schon, als sich jeden One for All einzeln zu kaufen. Und checkt auf jeden Fall eure lokalen Händler aus, was die für so eine Box nehmen, falls die eine haben. Das wäre nochmal so ein Tipp. Jo. Ciao.